Herzlich willkommen zum Tel Videoblog. Mein Name ist Anke Kunicke und hier erhalten Sie nützliche Tipps für Ihren Deutschunterricht mit Erwachsenen. Heute geht es um das Thema berufliche Orientierung im Integrationskurs. Warum soll man eigentlich von Anfang an im Integrationskurs über Berufsfelder sprechen? Ganz einfach. Viele Teilnehmende in den Integrationskursen bringen bereits eine ganze Menge Berufserfahrung mit. Einige von den Teilnehmern haben sogar schon ganz konkrete Vorstellungen, welche berufliche Laufbahn sie nach dem Deutschkurs einschlagen möchten. Die meisten sind eher unsicher, haben kein Ziel vor Augen und wissen auch nicht wirklich genau, ob sie einen beruflichen Einstieg in Deutschland überhaupt schaffen können. Dazu kommt, dass der Arbeitsmarkt in Deutschland in einem extrem schnellen Wandel ist. Das heißt, mehr denn je sind gute Schulkenntnisse, auch eine gute Ausbildung und gute Deutschkenntnisse unverzichtbare Voraussetzungen. Das alles sollte auch den Teilnehmenden in den Integrationskursen bewusst gemacht werden. Außerdem sind sehr viele Berufserfahrungen, die die Teilnehmenden bereits mitbringen, in Deutschland überhaupt nicht relevant. Das heißt, eine grundlegende Neuorientierung hier in unseren hiesigen Berufsfeldern ist von Grund auf nötig. Daher ist es also wichtig, schon von Anfang an im Integrationskurs Berufsfelder zu behandeln. Es geht dabei darum, einen Überblick zu schaffen, welche Möglichkeiten es in Deutschland überhaupt gibt, welche Aufgabengebiete zu den verschiedenen Berufen dazugehören, aber vor allem auch, was die notwendigen Voraussetzungen sind, um die jeweilige Laufbahn überhaupt einschlagen zu können. Das heißt, möglicherweise können dadurch im Sprachunterricht bereits die notwendigen Weichen für die Zukunft gestellt werden. Wohin kann es nach dem Kurs gehen? Für einen erwachsenen Lerner im Deutschkurs kann so ein Ziel, so ein Gedanke, wo kann es nach dem Kurs für mich hingehen, ungeheuer motivierend wirken. Das heißt, die Zeit des Schulbankdrückens lohnt sich für mich. Und gerade Menschen, die bereits mitten im Leben stehen, also auch schon einen Beruf hinter sich haben, denen fällt es oft sehr, sehr schwer, wieder in dieser Schülerposition zu sitzen. Mit einer Perspektive, wo es hingehen kann, nach dem Kurs und auch mit den notwendigen Schritten, die notwendig sind, um dahin zu gelangen, wird dieser ganze Prozess des Deutschlernens irgendwie zu einer kleineren, überschaubareren Etappe. Also Sie sehen, es ist bereits im Anfängerlevel ganz wichtig, schon über die Berufsfelder und das Thema Berufe zu sprechen. Man kann das ganz geschickt immer wieder in den Kursablauf einbauen. Da gibt es ganz viele sprachrelevante Inhalte, die man am Thema Beruf trainieren kann. Es gibt aber auch die Möglichkeit für Präsentationen, für Recherchen, Selbstlernaktivitäten und ganz wichtig, immer wieder die Vergleiche zwischen Heimatland und Deutschland. In diesem Kontext ist es auch enorm wichtig, die Stärken und Kompetenzen der Teilnehmer zu thematisieren. Denn eins ist klar, der Weg zum erfolgreichen Start ins Berufsleben, der führt immer von den eigenen Kompetenzen, Stichwort Wertschätzung, zu den Herausforderungen, die im Beruf auf einen zukommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.